Okay, Extraktion. Starte eine Funkübertragung, bevor du eine Expedition beendest. Dann starte nochmal eine Übertragung. Okay. Auftrag erfolgreich. Wir kriegen 11. Die erste Expedition. Erreicht die Speergruppe in einer ehemaligen Fabrik. Ich weiß gar nicht, wie lange die Expedition dauert. Sind keine untätigen Menschen für die Expedition zur Verfügung. Achso. Achso, okay. Auswählen von welchem Clan. Weiß nicht, reichen da 5 Tage? Jedes Gebäude verfolgt und lag das Land. Ich hoffe, in 5 Tagen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier Problem. Gehen wir hier auf die Minimalbesetzung. Hier rein. Ich weiß nicht, womit die überlastet sind ständig. Oder tragen die auch die Ressourcen aus den Produktionsgebäuden. Und hier das nächste, dann können wir voll zur Arbeit gehen. Beziehungsweise wir brauchen dann noch ein bisschen Forschungspunkte. Unterwegs mit der haben sie sich ein Boot gebastelt. Die Menschen leben zu weit. Ja, ich muss Straßen lang. Ich finde es übrigens interessant, dass meine Nahrung, obwohl ich Bestand minus 15 pro Tag habe, geht es einfach nicht runter. Ja, jetzt sind sie. Okay, ein Pfadfinderlager ist derzeit untätig und erwartet Anweisungen. Ah, okay. Ja, dann such doch mal da drinne. Neue kleine Deck. Berghut 3. Die Menschen. Es leben Menschen hier. Sie sind hier jetzt schon seit
Einige jedoch haben genug von diesem Ort und wollen sich uns anschließen. Dank dafür bieten Medikamente. Was heißt denn das hier? Wir nehmen sie auf und kriegen direkt Kranke? Was ist denn hier? Rationen niedrig. Weil wir 12 Leute haben. Wohnen jetzt alle hier drin oder was? In dem Lager? Nee, das, sobald wir es geplündert haben, würde ich sagen, zurück. Kann ich denn jetzt? Okay, also die 9 Leute, die wir da quasi bekommen haben, die sind jetzt alle hier drüben. Nicht erkundet. Okay, wir haben 12. Das heißt, wir haben jetzt. Der eine hat Husten. Bin ich eben noch 6. Ach ne, die sind hier in dem. Links drin geladen, ne? In dem Sitzzelt. Okay, ihr seid. Geht mal wieder in den Forschungs. Muss ich wahrscheinlich sagen, zurück nach Hause. Bin ich denn jetzt hier? Nee, ach so, wollte ich sagen. Gehe ich das direkt in meinen Gesamtbestand oder lande das erstmal nur hier? Nur hier, ne? Wasser haben sie noch ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Kohle. Ressourcen wegwerfen, Lager versetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier 12 Leute von diesem Berghut 3, die quasi nichts machen. Auf jeden Fall ein Dietrich. Es lohnt sich halt hier nicht. Ja, das sagst du so einfach mit dem Wert des. Dafür müssen wir erstmal die Bretter haben.
und so weiter. Hier noch was zu essen? Niedrig. Also ich würde halt ganz gerne alle Gebäude hier komplett plündern. Dann schicke ich es wieder. Okay, so. Gehen wir das mal noch dahin. Und dann zurück nach Hause. So, wir passt alle auf das Boot. Was soll ich denn machen? Neue Welt, alte. Sie hat auch bei Einigkeit, aber bei Alter. Seid ihr doch gar nicht so weit. Jetzt hier. Okay. Lauf die jetzt zurück. Seile. Verwendet, um verschlossene Räume zu öffnen. Aha. Minus 27 am Tag. Wir könnten natürlich jetzt theoretisch Probleme mit Wasser bekommen. Minus 7 pro Tag. Die Frage ist, was brauchen wir denn, um das aufzunehmen? Präzision 2. Das heißt, die sind eigentlich für Landwirtschaft. Natürlich die Frage, wie man das jetzt entwickelt. Man könnte natürlich jetzt sagen, wir machen hier einen Allround-Clan, der kann, wovon wir auch die meisten. Das sitzt halt auf Präzision. Eins ist abgeklungen und bei dem anderen hat einfach eine Epidemie bekommen. Top. Aber sie haben auch Medikamente dann. So, ganz kurz. 5 Menschen sind im Muschelrevierbezirk erkrankt. Wir haben zum... Es gibt keinen Platz mehr für Bretter. Wir nur 40 Bretter lagern. Okay. Wir haben... Also wie sieht es denn aus mit Wohnhäusern? Wir haben... Hier, das heißt, wir haben hier 24. Hier haben wir nochmal... Also wir haben insgesamt 10, also haben wir 40... 45... Also wo die wohnen können lassen. Okay. Das heißt, Wohnraum haben wir erstmal. Jetzt mal abgeschlossen, anstecken. Da bin ich mal gespannt. Mal Bretter. Und... Achso, ich.
Das hier erforschen, wenn wir noch 10 Dings. Aber wir haben. Ja, okay. Gehen wir hin. In den Standardmodus. Haben einfach übelst viele Arbeitskräfte jetzt hier. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich das Sanitätszelt schon gebaut hatte. Leute in Behandlung ist schon einer. Die vier sind. Dankt. Mit dem anderen kommt der nicht bis hierher. Weg wahrscheinlich. Also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wir erforschen mal weiter oder werten die Relikte aus der alten Welt aus und dann erforschen wir die Wasserreinigung oder Wasser. Und dann wird man einfach so ein Ding hier mal auf. Brauchen wir jetzt kein neues bauen. Und klar. Wenn man einfach Kranken übernehmen muss. Haben wir schon 6. Was ist denn euer Problem miteinander? Nur noch minus 5, okay, wir sind neutral. Warum kommen die mit den Aufgaben nicht hinter? Unter der Armwelt. Wenn die alle hier wohnen, kommen wir dann da. Menschen. Okay, die haben sich vollständig erholt, 2 Leute. Wir haben immer noch 5 Infizierte. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir keine Medikamente mehr haben. Baracken. Okay, Kräuterfarm. Ah, okay. Dafür brauchen wir aber Belesenheit. Dieses braucht noch nicht so viel. Also ihr könntet auch auf Belesenheit. Denn das lohnt sich ja hier jetzt nicht mehr. Aber fürs nächste Level wahrscheinlich schon wieder sonst wie viel Erfahrung. Okay, durch infiziert kriegen sie.
Wir können jetzt auf jeden Fall erstmal die Reinigung branchen. Okay, ist noch geheilt. Es gibt keinen Platz. Nahrung. Ich muss hin. Okay, hm. Ah, okay, hier bräuchten wir jetzt einen Belesenen. Wir haben noch ein Buch. Das könnte ich denen geben, dann könnten die ja schon mal die erste Stufe Belesenheit bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen. Na gut, die sollen erstmal das hier fertig. Ich habe nicht plus 0,5. Okay, ach so. Noch besser, je höher das ist. Also wenn wir jetzt hier höhere Standhaftigkeit hätten, würden die auch mehr Nahrung produzieren. Wahrscheinlich würde es sogar Sinn machen, nicht dann bei dem mal die Standhaftigkeit. Wir hatten das doch sowieso, irgendwo brauchten wir eine Standhaftigkeit von 2. Hier? Nee. Hier brauchen wir Standhaftigkeit 2. Und Disziplin 1. Dann gehe ich bei denen jetzt einfach Standhaftigkeit. Jetzt. Und produzieren nämlich auch mehr. Müssen wir mal gucken, beim Überleben könnten wir ja noch den Fischer. Also müssten Fischerkai und die Küche auch. Wie viel das kostet? Küche sind 10 und Fischerkai auch 10. Wir haben jetzt hier nochmal ein so ein Ding in der Mache und dann ist er noch. Dorf. Jetzt schon. Ja, alles klar. Mal, wo war das? Bei Beginn. Wir brauchen halt erstmal Forschungspunkte, Freunde. Was haben wir hier? Wir haben noch ihr Medikament und noch 3 Kranke. Na super. Ich hoffe, es reicht. Achso, wir haben ja hier drin noch 10 Medikamente. Ja, mit Insekten, hier gibt es Clans. Verschiedene. Hat sich jetzt wieder jemand Neues infiziert? Ist das euer Ernst? 2 Leute haben sich gleich infiziert. Wow. Warum? Hört doch bitte auf, euch gegenseitig anzublicken.
Das ist mir nicht auf Isolationsstation. Isolationsstation. Die sollen die Kranken einfach da reinpacken. Ach nein, ach so, ach nein, da werden sie nicht behandelt. Wir machen doch Klinik. Vergiss es. Die sollen Medikamente. Denn ich möchte ja keine Leute verlieren. Aber wir wollten jetzt erstmal die Fragen. Das reicht ja noch ein bisschen. Und zwar minus 3,7 am Tag. Auch noch ein bisschen hin. Frage ist nämlich, ob wir uns nicht eher um eine Kräuterfarm kümmern sollten. Da wäre ich nämlich dafür, wir bauen mal eine Kräuterfarm. Medikamente. Bin mir nicht sicher, wie gut das ist, wenn ich das alles hier hinbaue, weil die jetzt ja schon manchmal überladen, belastet sind hier. Ich würde es tatsächlich hier oben zu dem bauen. Mach ich einfach noch. Kommt doch mal hier auf und dann haben wir auch. Oh, Unruhe minus 1. Weil es wieder ein Infizierter weniger ist. Es ist wieder jemand da. Okay, wir müssen dringend die Medikamentenproduktion. Warum brauchen wir jetzt 23? Haben wir das verpasst? Haben wir irgendwo Medikamente gelootet? Ich verstehe auch ehrlich gesagt immer noch nicht, warum wir immer noch volle Nahrungslager haben, wo eigentlich das runtergehen sollte. Ich hätte gerne darauf eine Priorität. Okay, und dann halt das da ist mein bevorzugter Clan. Kann ich die schmeißen und was? Habe ich hier drinnen? Ja. Hier drin habe ich Leute von dem Clan. Die setze ich jetzt mal da rein, genau. Okay, und dann. Geht ihr mal in den Akademie-Modus, damit ihr eure Erfahrungsstufe erhöht. Wie war das? Wir brauchen Belesenheit 2. Jetzt schon wieder. Ich hätte ganz gerne die da als bevorzugten Clan. Es fehlen noch 5 Müll.